hours only, 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. I hate to do this to you, but I love somebody new. Hallo beim Kurzwellensender, wir sind wieder 24 Stunden von Tulsa entfernt. Und ich begrüße Phil. Hi. Und Ben. Hallo. Ich glaube, 24 sagt man auf Deutsch nicht, oder? Jetzt sagt das man das. Hat sich jetzt damit gesagt, etabliert. Ja, damit ist es Standard. Ja, 24. Willkommen zurück zu Castle Rock, Staffel 1, Folge 6, Filter. Mhm. Also hier ist ja ziemlich eindeutig, wofür dieser Titel steht, finde ich. Ich glaube, da kommen wir später drauf. Wir waren uns ja bei der letzten Folge nicht so sicher, wofür der stand. Der hieß nämlich Ernte. Also eine Sache weiß ich. Gibt es mehrere? Also ich glaube, es ist eindeutig, sehr eindeutig genau eine Sache gemeint hier. Ja, ja. Okay. Also jetzt in dieser Folge. Ja, genau. Das ist relativ, vor allem, weil es ja auch so benannt wird, ne? Ja, genau. Dann weiß ich nicht, was ihr meint. Nee. Ja, Zigaretten natürlich. Natürlich. Ja, Zigarettenfilter. Ja, logisch. Ja, klar. Filter heißt natürlich auch auf Deutsch Filter, weil das bietet sich ja hier an, weil es auf Deutsch und auf Englisch Filter heißt. Ja. Ja. Genau, was das ist, werden wir gleich erfahren. Was das ist, werden wir gleich erfahren. Wo waren wir denn beim letzten Mal stehen geblieben? Wir hatten ja so ein bisschen so einen Cliffhanger in der letzten Staffel, weil ja The Kid im Wald erwischt wurde oder da hinten beim Schuppen in der Nähe. Und dann hat der Alan ihm ja eine Waffe vors Gesicht gehalten, aber The Kid hat gesagt, ich kann Ruth helfen. 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 Ja. Ja, und die Folge endete dann damit, dass er mit der Waffe auf ihn zielt und das dann ausblendet und man sich fragen soll, ob er ihn jetzt erschießt. Genau. Und wie das oft bei Cliffhangern so ist, geht es genau natürlich nicht an der Stelle weiter, sondern wir sind schon ganz woanders. Nicht nur, dass diese Szene gar nicht mehr fortgeführt wird, sondern es beginnt jetzt auch mit einer anderen Szene, was ja sowieso bei Cliffhangern gerne so gemacht wird. Mm. Denn ich glaube, wir sehen am Anfang die Beerdigung vor. Genau. Die gut besuchte Beerdigung. Genau. Es ist ja auch eigentlich gar keine richtige Beerdigung, sondern eine Umbettung. Genau. Ein Neuclaim des Kirchenplatzes, keine Ahnung. Ja. Weil der alte ja zu einem Parkplatz gemacht wurde. Immer noch praktisch. Ja, genau. Genau. Gut besucht bedeutet Henry und der Priester, Pfarrer, was auch immer. Ja, sind die einzigen. Und die beiden Dudes, die hinterher das Grab zuschaufeln. Die wir ja in der letzten Folge heiß diskutiert haben, weil die ja plötzlich aufgetaucht waren bei der Ehrung, glaube ich, von Pangburn. Und jetzt wieder so creepy im Hintergrund rumstehen. Und ich sag mal so, die kommen ja dann vielleicht später auch noch mal vor. So müssen wir. Achso, nee, die meinte ich gar nicht. Ich meinte tatsächlich die beiden, die hinterher das Grab zuschaufeln. Also die beiden Arbeiter, die neben dem Grab stehen mit ihren Schaufeln in der Hand. Ja, genau, wir sehen wieder diese beiden Typen, den Afroamerikaner und diesen etwas jüngeren mit den langen Haaren, der so ein bisschen hippiemäßig aussieht. Und ihr Wohnmobil. So ein typisch amerikanisches Wohnmobil, was in Deutschland wahrscheinlich auf keine Straße passen würde. Ja, weil es einfach hinten raus riesig. Viel zu groß ist. Ja. Und die steigen dann auch, als Henry zu denen wieder rüberguckt, das hat er ja auch schon in der letzten Folge gemacht, steigen die dann auch in dieses Wohnmobil ein und fahren weg. Mhm. Also es scheinen zumindest keine Einbildungen zu sein, denn Einbildungen reagieren ja normalerweise nicht darauf, dass sie entdeckt werden. Also wir hatten ja auch so ein bisschen überlegt, ob das irgendwie so eine Halluzination sein könnte beim letzten Mal. So die The Kid und Henry aus der Zukunft oder sowas, hatte Jan, glaube ich, gesagt. Achso, Jan ist übrigens nicht da, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Du hättest ihn einfach nicht begrüßt. Nee, Jan begrüßen wir heute nicht. So viel Disziplin hat auch keiner von uns. Genau, Jan kann das ja hier hören und dann kann er darauf antworten. Ist ja bald, wird ja bald veröffentlicht. Und ich glaube, das war dann alles in dem Cold Opener. Danach kommt dann das Intro. Ja. Ja, und dann wird der Cliffhanger aufgelöst. Weil wir The Kid und Pangburn in dieser Garage, in der The Kid ja gerade wohnt, miteinander reden sehen. Und zwar nicht in der Nacht, sondern es ist jetzt Tag. Mhm. Und er durchwühlt da doch auch die Kisten mit den Erinnerungsstücken der Familie.
Genau. Und schaut sich auch diese Videos an, wo er dann sieht, wie Henry mit seinem Vater durch den Wald irrt und der Vater ihm immer wieder irgendwas zuruft, so nach dem Motto, kannst du es hören, kannst du es hören? Das ist ja auch das, was The Kid Henry in der Zelle zugeflüstert hatte, als er ihn da besucht hatte. Da sagt, dann endet er ja auch irgendwann mit Do you hear it now? Ja. Und das ist jetzt das, was auch auf diesem Video ständig kommt. Und das sagt der Vater zu Henry. Aber die Szene kommt ja, glaube ich, danach erst. Jetzt erstmal geht es ja darum, dass The Kid Pangburn sagt, dass er das Auto von Warden Lacey zurückholen muss. Genau. Weil das wäre der Schlüssel dazu, dass er Ruth helfen kann, was er ja in der letzten Folge versprochen hat. Damit dann doch wieder Bezug auf diesen Cliffhanger. Sie haben sich offensichtlich geeinigt. Richtig. Naja, der greift halt nach jedem, Strohhalm. Das war doch vorletzte Folge, weiß ich nicht mehr, wo er noch drüber gesprochen hat, wie frustrierend es ist, dass er irgendwie jahrzehntelang mit dieser Frau, die er geliebt hat, nicht zusammen sein konnte. Und jetzt, wo er es endlich kann, kann er es nicht, weil sie verschwindet. Ja, genau. Das war natürlich letzte Folge genau in diesem Cliffhanger, weil das hat ja dann gleich genau. Kid aufgegriffen. Das war ja auch nur ein Test. In dem er darauf antwortet mit, ich kann ihr helfen. Ja. Ja, und er sagt da so ein bisschen, es ist schwierig, weil das Auto ist irgendwie auf dem Schrottplatz oder so. Aber er will das dann machen, weil er natürlich da eine Chance sieht jetzt. Ja. Genau. Und dann Der durchwühlt ja dann nicht nur die Kisten und schaut sich die Sachen an, der zieht sich ja dann auch noch so einen Anzug an, den er da findet in der Kiste. Ja, eben ein klein bisschen. Also es sitzt nicht so richtig gut. Nee. Diesen cool. Ja, das ist ja auch der Anzug des Vaters, also des Reverend quasi. Ja. Genau. Von Henrys Vater. Ja. Ja, genau. Und legt eine Schallplatte auf. Mhm. Das war aber nicht 24 Hours from Tulsa, das war irgendwas anderes. The sun ain't gonna shine anymore. Ah, genau. The sun, da. Ja. Ja, und weiß nicht, groovt sich so in die Rolle rein irgendwie. Weiß nicht, was er da tut. Ich glaube, Alan fährt dann jetzt auch erstmal weg, um Ruth aus dem Krankenhaus abzuholen. Mhm. Ja, er sagt ja, das Auto ist in Syracuse oder so. Das genau. Scheint wohl sehr weit weg zu sein. Also es ist wohl mehr so eine Tagesaufgabe. Mittleren Osten halt. Ja. Okay, gemeint, dass gar keiner lacht, ein bisschen lustig war's. Und Henry holt seinen Sohn vom Bus ab in der Zeit, sodass The Kid jetzt alleine ist und dann läuft er ja auch direkt ins Haus rein und legt sich da erstmal ins Bett. Mhm. Ja. Claimt jetzt sozusagen das Haus. Pinkelt in die Ecke. Und diese Begegnung mit dem Sohn von Henry kommt dann noch, glaube ich, in der nächsten Szene direkt. Ja, genau. Der kommt mit dem Bus an. Mhm. Also das Verhältnis zwischen den beiden war irgendwie besser, als ich es erwartet hatte. Es ist zwar irgendwie problematisch, weil ist es natürlich immer in so Serien, dass das Privatleben irgendwie schwierig ist. Und klar, abwesender Vater hat immer Wichtigeres zu tun und so. Aber trotzdem gehen sie grundsätzlich, finde ich, irgendwie liebevoll miteinander um. Ja. Und der Sohn interessiert sich auch viel mehr für sein Videospiel, was sehr sympathisch ist. Ja, genau, aber das war jetzt so, wo er sagt so, ja, gut, wenn er zu seinem Vater sagt, ja, gut, du hast das ganze Leben irgendwie Wichtigeres zu tun gehabt. Also, das finde ich jetzt nicht so. Das fand ich jetzt keinen krassen Beweis von Zurückweisung oder ja, so. Ja. Ist halt ein junger Kerl, der gerne zockt. Mhm. Und der auch weiß, dass er nicht der Lebensmittelpunkt seines Vaters ist. Also muss er es andersrum auch nicht übertreiben. Übrigens heißt der Wendell Deaver und wird gespielt von Chosen Jacobs. Der auch schon in der Neuverfilmung von Chosen. Ja, so wird es zumindest geschrieben, Chosen, so wie man auch Chosen. Ja. Ich meine, ja. in der englischen Sprachraum sind die ja. Es ist ein auserwählter Jakobs, sozusagen. Ja. Und so war es gemeint wahrscheinlich. Genau, was wolltest du sagen? Aus Stephen Kings It
Ja, genau. Ja, genau. Also in der Neuverfilmung, in der auch Bill Skarsgård It spielt, da spielt er eins der Kinder, Mike. Aha. Genau, der hier dieser Junge, der hier immer das Fleisch transportiert mit dem Fahrrad. Genau. Also auch da natürlich wieder Referenz auf Stephen King, auch wenn sie noch nicht so lange her ist. Ich habe den zweiten Teil davon immer noch nicht gesehen. Tja. Muss ich wahrscheinlich erst den ersten nochmal wieder gucken. Würde ich sagen, machen wir jetzt Pause, gucken wir den zweiten Teil an und dann kommen wir wieder hier zurück. Dann geht's weiter. Ja. Genau. Ja, so. Ich weiß jetzt nicht, ob's jetzt... Achso, ne, erstmal wolltet ihr noch was zu der Szene sagen? Zu welcher jetzt, wo sie sich treffen oder wo sie dann auf die Großmutter treffen? Egal. Ja. Ja, fand ich ein bisschen merkwürdig, weil er... Sie kommen ja dann in dieses Haus, wo die Großmutter halt ist und er dann sagt, hör, ich muss nur was erledigen, hier, ihr könnt ja ein bisschen quatschen und so, ne? Kannst du mit deiner Oma quatschen, ich bin gleich wieder da. Und er geht raus und sein Sohn folgt ihm einfach. Da dachte ich mir dann auch so, nee. So war das jetzt eigentlich, das war jetzt nicht besonders nett, der Oma gegenüber einfach mit rauszugehen. Aber das passiert ja auch so, also das macht er ja nachher nochmal, wenn er sagt, ich muss mal weg, bleib hier mal ein bisschen. Ja, ja, und dann, nö, aber, tschüss. Nee, beim nächsten Mal bleiben sie ja dann zusammen. Genau, hier geht er dann auch wieder raus. Ja, geht er mit raus. Ich dachte mir, Fand ich jetzt aber gar nicht so komisch in dieser Szene. Ich hatte jetzt, ja, der hat sich gedacht, das hatte er in 10 Minuten wieder vergessen. Das nee, ist nicht so schlimm. Also mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, dass der jetzt wieder demonstrativ mit rausging. Ja, doch, ich habe mich schon auch gewundert, wo der Vater ihm sagt, lernt, unterhaltet euch mal ein bisschen. Ja, genau, so, genau. Ja, so, time to catch up. Ich kümmere mich so lange ums Essen und sein Sohn meint, alles klar und geht raus. Ja, so. Ja, also die kannten sich auf jeden Fall ja schon. Ben, du hattest ja beim letzten Mal gesagt, dass sie sich vielleicht noch gar nicht kannten, die Großmutter. Ja, und die kannten sich, aber ich war mir trotzdem nicht so ganz sicher. Also die Szene endet ja damit, dass sie dann so auf die, irgendwie auf die Seite guckt und dann ganz ernst guckt. Und da dachte ich zuerst, ob das jetzt heißt, sie wusste einfach in der Situation, sie muss jetzt so tun, als wüsste sie, wer da vor ihr steht. Ach so. Aber ja, sie hat sie auch direkt in den Arm genommen und direkt, also gewusst, bildlich gesprochen, wer das ist. Ich habe auch erst gedacht, jetzt kommt irgendwie so ein Spruch wie, oh, mein Sohn, du bist wieder zurück oder sowas, dass sie ihn für den eigenen Sohn hält. Aber nö, scheint ja wirklich so zu sein. Oder zumindest hat es den Anschein gemacht. Es hätte aber auch sein können, dass er sagt, ja, okay, mein Sohn, das weiß ich, der bringt den hier jetzt so rein. Und dann spiele ich jetzt einfach mal mit. Weil ja, also das, man weiß ja nicht genau, wie es vorher beim Arzt lief. Aber ich hatte den Eindruck von dem Gespräch, dass die beiden danach so vor der Haustür hatten, dass schon klar war, dass eher schlechter als besser wird. Und sie meinte, ja, nein, aber ich brauche nur ein System, so und das als Ring. Und ob das jetzt wieder so ein, also weil man sieht auf jeden Fall nicht, warum sie so ernst guckt dann. Ja, das stimmt. Aber beim Arzt sieht man ja schon, die Ärztin fragt sie ja, ob sie die Sachen noch mal wiedergeben kann, die sie ihr gesagt hat. Also wieder diese Dinge. Ja, und dann blendet sie aber weg. Ja, nee, also, aber die Reaktion ist doch, dass sie überhaupt nicht darauf reagiert, oder? Das blendet ja nicht sofort weg, sondern sie ist schon in ihrer eigenen Welt. So vielleicht überlegt. Ja, das hatte ich gar nicht. Okay, das hatte ich so gar nicht. Aber ich dachte halt, von der Unterhaltung, die sie dann mit dem Sheriff vor der Haustür hatte und sie sich beide gegenseitig so zureden, so, ach, das wird schon. Das klang jetzt nicht wie, ja, es sieht eigentlich alles ganz cool aus, ne? Ja, genau. Und kommt das später? Weil jetzt müsste doch auch eigentlich dieser Teil kommen, wo Ruth dann auch The Kid in diesem Anzug sieht. Und da ja, das kommt erstmal dann, wo sie alle zusammen in der Küche sind. Ach, stimmt. Ja, und aus dem Fenster gucken, genau. Genau. Und das ist dann eine Szene später. Da ist sie ja dann, da denkt man ja auch erst, sie ist über den Jungen besonders erschrocken. Mhm. Aber es geht ihr ja dann darum, dass er diesen Anzug trägt, den der Vater, also ihr Mann, auf der Beerdigung, auf seiner eigenen Beerdigung getragen hat. Ja. Und da geht dann Henry zu dem hin, in den Schuppen. Das ist ein bisschen komisch geschnitten, finde ich, weil eben steht er noch da in dem Anzug und dann sitzt er da wieder. Dann ist er ruckzuck. Genau, sitzt er da wieder und guckt Film. Und er guckt diesen wir hatten doch mal in der dritten Folge oder so gesehen, wie der junge Henry solche Kassetten verbrennt. So Videokassetten. Oh. Ja. Das war bestimmt sowas.
Und da sieht man nämlich, wie sein Vater, offensichtlich, den sieht man ja nicht, man sieht nur Henry, weil der Vater filmt, mit Henry durch den Wald läuft und da eben auch wieder fragt, hörst du's? Und da hat man so ein bisschen den Eindruck, dass Henry, also er will das da natürlich erstmal nicht sehen, aber er weiß, er kann sich auch, glaube ich, da noch nicht so richtig dran erinnern. Ja. Naja, auf jeden Fall macht das dann aus und sagt, ich habe gute Nachrichten, ich kann dich jetzt in die Irrenanstalt bringen. Also er sagt nur, ich habe gute Nachrichten, aber als nächstes sieht man Juniper Hill. Weil das war ja eigentlich schon in der letzten Folge der Plan, dass er dort aufgenommen wird, aber das ging am Wochenende halt nicht. Ja. Da fällt dann erstmal ein Vogel vom Himmel, als sie dort auftauchen. Ja. Auch immer gute Zeichen. Aber das sei ja diese Woche schon das zweite Mal. Genau, das hat sie ja gesagt. Ja, das fängt ja schon, alles gut. Ja, es ist auch witzig, da wird eigentlich auch überhaupt nichts gesprochen in dieser Szene. Der steht dann da und dann ist diese Szene auch schon wieder vorbei. Also ja, die bringt ihn halt ins Gebäude und genau. Das war's. Das soll einfach nur zeigen, dass Henry ihn da jetzt abgeliefert hat. Genau, ja. Und da wird er gar nicht weiter drauf angegangen, sondern dann geht's weiter mit Henry ist wieder zu Hause. Zwischendurch sieht man noch so eine Szene mit Molly, die will ich noch einschieben. Die ist nur ganz kurz. Da sitzt sie in ihrem Büro, telefoniert mit so einem Investor wieder oder so. Da geht's doch darum, dass das Nein, wir werden nicht evakuiert wegen dem Waldbrand. Nur ein bisschen Rauch. Dann hustet sie und dann sieht sie plötzlich den Referent mit verbundenem Gesicht vorm Fenster stehen. Ja. Dann prüft sie erstmal ihre Pillen. Das war's schon. Ja. Und dann sieht man ja danach, glaube ich, die beiden zusammen. Also sie und Henry. Genau, Henry kommt am nächsten Tag dann zu ihr. Und fragt sie ja so ein bisschen aus über die, ja, ob sie irgendwie bestätigen kann, dass er öfter mal mit seinem Vater im Wald war. Weil er kann sich ja anscheinend nicht so richtig dran erinnern. Und das kann sie zwar, also sie sagt, ja, ich habe alles mitbekommen und sagt dann aber, ich habe doch nichts mitbekommen, aber ich habe deine Gedanken gespürt und das war Furcht und nachher war es Erleichterung. Und daraus hat sie geschlossen, dass er den Vater da diese Klippe runtergestürzt hat oder so. Ja, sie sagte mir im Prinzip, ja, ich weiß Bescheid, aber eigentlich weiß ich nicht Bescheid, weil ich habe nichts selber gesehen, sondern nur so über Bande, über dich und deshalb. Ja, genau. Deshalb kann ich dir nicht wirklich sagen, was passiert ist. Aber sie kann ihm sagen, was sie danach gemacht hat. Denn sie erzählt ihm ja dann, dass sie quasi, was wir auch schon gesehen haben, in das Haus eingestiegen ist und den Vater eben umgebracht hat, indem sie das Beatmungsgerät abgeschaltet hat. Und sie sagt ja dann noch ganz simpel, ja, aber eigentlich warst du das ja, du hast ja quasi meine Hand geführt und ich habe nur das beendet, was du angefangen hast. Ja. Ich war nur das Werkzeug. Genau, ich kann ja gar nicht. Aber die Tat vollbracht hast eigentlich du. Genau, du Mörder. Nein, das hat sie nicht gesagt. Aber sie sieht das ja auch nicht als irgendetwas Schlechtes oder Böses an. Sie hat es einfach ganz neutral erzählt. Ja, sie will es halt nicht. Also das passt ja sehr gut zu dem, nicht ich habe deinen Vater umgebracht, sondern so ich war die Waffe, die du geführt hast. Ja, weil das mit der Klippe hat ja anscheinend nicht ganz funktioniert, also musste man eben nochmal ran. Ja. Aber ich glaube, ihr passiert jetzt das Beste, was ihr passieren kann in der Szene. Henry hält sie einfach für verrückt und geht. Ja, zack. Right. Ja, ich muss jetzt los. Der sagt doch sogar, dass ich habe auch noch einen Termin. Nee, der sagt, du bist verrückt oder so. You're crazy. Also er glaubt dir nicht. Richtig. Ja, Alan ist dann irgendwann auf dem Schrottplatz unterwegs und sucht eben dieses Auto. Ja, findet es aber im ersten Moment ja nicht, weil das ja anscheinend schon aufgebahrt wurde auf einen LKW, weil es irgendjemand gekauft hat. Ja, das war doch irgendeine Mafia-Geschichte, ja. Oder? Ich weiß den Namen nicht mehr, aber das war so ein Name, der immer nur für... Fat Harry oder sowas. Genau, irgendwie sowas, ja. Der wird das gar nicht mögen. Ja, aber zum Glück hat er ja, wir sind ja in Amerika und da. Ja, und er ist ja auch Sheriff gewesen, genau. Also hat er wahrscheinlich immer noch seine Waffe und ja, die hat er dann quasi als Zahlungsmittel verwendet. Nicht, dass das notwendig wäre in den USA.
Hat er auch, er hat zweimal Geld geboten und dann ja, das geklappt hat. Dann hat er eben Blei geboten. Ja, genau. Von wegen erst schießen und dann fragen. So ein Quatsch. Ja. Ja, und währenddessen verfolgt auch dann Henry mit dieser alten Kassette von früher, geht er praktisch den Weg einfach nach, den er damals gegangen ist. Mhm. Und trifft dann auf die beiden Dudes vom Friedhof. Nachdem genau, er da im Wald campen. Genau, nachdem seine, also er verliert ja dann so ein bisschen den Weg, weil der Akku leer ist und dann sitzt da der es eine. Wird ja auch, es wird ja auch richtig Nacht, glaube ich, oder? Also er ist ja lange unterwegs. Richtig, ja. Genau. Ja, das dauert jetzt länger, glaube ich. Bevor wir jetzt da noch reinkommen, wollte ich vorher noch diese Szene besprechen, wo Ruth und Wendell Schach spielen. Weil das ist ja diese Szene, wo dann Henry sagt, ich gehe jetzt mal weg. Ja. Und da siehst du ja so, dass in diesem Schachspiel ja alle möglichen Gegenstände, so eine Gunspule und so, anstatt Figuren rumstehen. Weil Ruth ja offensichtlich diese Figuren, das hat man vorher gesehen, die hat diese Kiste aufgemacht und hat die Figuren rausgeholt. Ja. Dass sie die anderweitig verwendet hat. Und da fragt auch Wendell noch so nach, wo die Figuren sind. Und dann antwortet sie erstmal nicht, sondern starrt in die Gegend. Und dann fragt er, hast du einen Schlaganfall? Und dann klingt das, was sie dann sagt, erstmal wie so eine total wirre Antwort, was aber dann, nachdem man sie gehört hat, so klingt, als wäre sie bei völligem Verstand und es macht total Sinn. Weil sie benutzt die Dinge, sagt sie, weil sie, also diese Szene hier, die sie gerade hat, die hat sie schon erlebt, sagt sie erstmal. Und das klingt halt so total wirr und dann sagt sie, dieses Schachspiel habe ich schon. Ein bisschen Battlestar Galactica mäßig. Ach so, okay. Aber was sie damit eigentlich meint, ist, dass sie früher ja mit Henry Schach gespielt hat und dass sie sich jetzt manchmal fragt, ob sie jetzt dort ist, weil sie in ihren Gedanken dort ist und das für sie Realität ist. Mhm. So habe ich es zumindest verstanden. Durch ihre Krankheit halt. Oder ob sie in der richtigen Welt ist, in der heutigen Zeit. Und deswegen versteckt sie an den verschiedenen Orten im Haus jetzt diese Figuren. Denn das waren ja genau diese Dinge, die sie da nach dem Arztbesuch gesagt haben, dass sie die benutzt als Trigger, dass sie dann wieder erkennt, jetzt ist sie in der Welt, weil sie nur hier diese Schachfiguren hat. Ja. Also das habe ich jetzt überhaupt nicht als übernatürlich oder sowas gesehen. Sondern was sie damit Zeitreise meint, ist für sie halt diese Demenzerkrankung. Ja. Und noch was, bevor wir in den Wald kommen, habe ich mir auch aufgeschrieben. Es gibt abends ja nochmal so ein Gespräch. Da fragt ja auch Henry Ruth, ob sie was weiß mit diesem Wald, warum Matthew und Henry immer in den Wald gegangen sind. Und da weicht sie ja auch ganz offensichtlich aus. Also sie tut ja dann so, als könnte sie sich an nichts erinnern. Aber das fällt ja Henry auch total auf, oder? Dass sie da ausweicht. Mhm. Henry weicht aber auch aus, als sein Sohn ihn fragt, was denn mit seinen echten Eltern ist. Das sind meine echten Eltern. Ja, genau. Okay, dann jetzt zum Wald. Endlich. Genau, da trifft er dann auf, ich habe mir nur Odin gemerkt, wie der andere hieß. Willy. Ich weiß nicht mehr, also stellen Sie sich vor. Willy. Genau. Odin ist stumm und Willy, ja. Nein, Odin ist taub. Redenzanne. Taub. Er ist taub, ja. Ich dachte, er ist taubstumm. Aber nee, er redet doch später. Aber warum redet er? Ja, stimmt, er spricht. Ah, ja, er spricht so ab und zu mal, und ja. Zu, also so, ja. Willy spricht für ihn. Aber Odin ist der Boss. Ja, zumindest der alte Erfahrene, ja. Willy? Ja, und die wissen Bescheid. Genau. Willy wird übrigens gespielt von Rory Culkin. Mhm. Wenn man wusste, das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, wenn man weiß, dass das ein Bruder von Familie. Macaulay Culkin ist, erkennt man ihn auch, finde ich, genau. Ja, und hier, ich habe doch gerade, wie heißt denn der? Es gibt doch noch einen Culkin. Ja, die haben 6 oder 7 Brüder, genau. Nee, ich habe doch jetzt gerade in dieser Serie, da spielt doch auch ein Culkin mit. Jetzt gerade in dieser Serie? Ja. Ja, ja. Okay, cool. Wie heißt die? Die Culkins sind los? Succession heißt die. Ah. Kieran Culkin.
Mhm. Ach ja, das ist ja, der hat auch bei, wie heißt es? Scott Pilgrim mitgespielt, glaube ich. Den kenne ich, das, aber das ist schon lange her. Das weiß ich nicht mehr. Okay. Scott Pilgrim Against World. Richtig. Kommt ja jetzt eine Serie tatsächlich, falls ihr das gelesen habt. Habe ich irgendwo gelesen, ja. Eine Animationsserie, in der alle Charaktere von ihren Schauspielern aus dem Film gesprochen werden. Okay. Aha. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Der lohnt sich immer wieder. Den sollten wir mal besprechen. Da sind so viele coole Referenzen an Serien, Spiele und Filme drin. Du kannst ja mal in die Liste schreiben. Kennst ja die Liste. Ich hab keine Hände. Apropos keine Hände. Rory Culkin hat auch mitgespielt in Signs. In dem Film. Genau. Ohne Hände, ja. Mhm. Ich wollte einfach nur eine Überleitung machen. Genau, und die reden jetzt ja so ein bisschen über dieses, ich weiß nicht mehr, wie sie es nennen, halt über dieses Pfeifen, was Henry die ganze Zeit hört. Mhm. Was ja auch sein Vater schon kannte. Er nennt es das Schisma. Ja, was auch immer das bedeutet. Das erkläre ich gleich. Habe ich mir lange ergoogelt. Ah, sehr gut. Also, weil ich habe mir nur, ja, Henrys Vater dachte irgendwie, es ist Gott. Die Stimme Gottes, ja. Und ansonsten glaubt das aber keiner der Anwesenden. Super frech. Ja, also zumindest sagt er das so. Also dieser Odin, der sagt, der stellt sich ja auch irgendwie als Akustikforscher oder sowas vor, oder? Als Akustikwissenschaftler. Ja, es ist irgendwie so, I got degrees in Bio oder so. Irgendwie sowas, ja. Ja. Aber die kannten sich offensichtlich damals. Also die haben da offensichtlich damals, waren die zusammen im Wald hier. Ach so, das echt? Okay. War das nicht so? Habe ich so verstanden? Ne, weiß ich. Ich habe nur mitgenommen, okay, die wissen halt Dinge. Aber vielleicht habe ich auch nicht richtig aufgepasst. Da fällt ja auch irgendwo so irgendwann mal der Satz, dass das hier die eigentliche Kirche von seinem Vater war, dieser Ort. Ja, ja, genau. Also die wissen irgendwie gut Bescheid, dass sie jetzt zusammen unterwegs waren. Das habe ich gar nicht. Ja, könnte natürlich sein. War für mich gar nicht so klar. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich guck gerade wieder Akte X, vielleicht bin ich deshalb gewohnt, dass einfach immer wieder mal Leute irgendwo auftauchen, die wissen halt Bescheid. der weiß auf jeden Fall Bescheid und der dampft auch ziemlich viel Erklärungstext, aber endlich haben wir mal ein bisschen Erklärung. Also, ja. Naja, Erklärung halt. Genau. Ja, kannst du mal erklären jetzt, was ist denn Schisma? Soll ich das jetzt schon erklären? Okay, also Schisma ist eigentlich in der Religion eine Glaubensspaltung, also eine unterschiedliche Interpretation innerhalb einer bis dahin gemeinsamen Glaubensgemeinschaft. Mhm. Protestanten, Katholiken. Yes, genau. Das ist eigentlich Schisma. Aber Schisma, den Begriff, gibt es auch in der Musik. Und da ist das... Ich lese es kurz vor und dann erläutere ich es mit eigenen Worten. Sehr gut. Ist es das kleinste Intervall der temporierten Stimmung, His, C, die Differenz zwischen dem pythagoreischen Komma und dem syntonischen Komma. Was? Der Ton zwischen His und C? Ja, genau. Klingt komisch, ist aber so. Ja, genau, klingt komisch. Das entspricht etwa dem Hundertstel Ganzton, einem Hundertstel Ganzton. Ja, okay. Gut. So. Das höre ich natürlich. Du hast kannst aber, du es jetzt hören? Genau. Do you hear it now? Aber die Frage ist genau richtig, weil His und C ist ja eigentlich der gleiche Ton. Weil His, so habe ich das gelernt. Ja. So wie Fis und Guess. Weil entweder man geht von unten nach oben auf die schwarze Taste. Halbton hoch oder. Genau. Ja. So, das ist genau der Punkt nämlich dabei. Tasteninstrumente sind nämlich ja, wie der Mathematiker sagt, diskret oder wie der Informatiker sagt, digital. Also man kann sie abzählen, weil Tasten auf dem Klavier kann man zählen. Mhm. Das heißt, die können nur eine bestimmte Anzahl von Tönen erzeugen. Ja. Streichinstrumente aber nicht. Diese Schlängel. Ja, die können ja beliebige Töne erzeugen und entsprechend auch schwierig zu spielen, weil man sie schief spielen kann. Ja, traue nicht Streichinstrumenten. Ja, okay. Das heißt, wenn man jetzt so die reine Tonleiter nimmt oder die reinen Stimmungen nimmt,
dann sind die nämlich unterschiedlich, die Töne, wenn man von unten nach oben geht oder von oben nach unten geht. Dann sind die tatsächlich unterschiedlich. Da sie abzählbare Tasten haben, aber nicht darstellen können, hat man sich irgendwann auf diese temperierte Stimmung geeinigt. Ja. Und dieses Schisma ist eben genau dieser Unterschied, den es halt heute nicht mehr gibt im Prinzip. Und ja, das ist der Begriff aus der Musik. Und da musste ich tatsächlich direkt an die letzte Folge denken, als ich das nachgelesen hatte, weil da ging es doch darum, dass Molly erzählt hat, dass sie von The Kid, sie kann ja Gedanken lesen, die Stimmen in ihren Köpfen, aber bei The Kid klingen die Stimmen alle irgendwie seltsam verschoben. Off. Genau. Ja. Und da musste ich dann dran denken. Mhm. Gut, dann macht das jetzt ja mehr Sinn. Also weil die Bedeutung im Zusammenhang mit Religion, die war mir bekannt, hat mir hier jetzt aber nur begrenzt geholfen. Außer, dass der Vater Priester war. Ja. So, und da... Ja. Und jetzt ist es irgendwie so, es gibt halt irgendwie gifted people, so, die können das hören. Und manche hören's nur einmal in ihrem Leben und andere... Die ganz Besonderen wie Henry, die hören es halt irgendwie regelmäßig. Das genau. Ist richtig. Das weiß der ja auch offensichtlich, der Priester. Jetzt sag ich schon Priester. Der Priester. Ja. Der Odin, er heißt ja auch Odin. Ja, genau. Ja. Odin weiß das ja offensichtlich auch. Also deswegen habe ich auch irgendwie das schon so als selbstverständlich hingenommen, dass er damals da auch bei war im Prinzip bei dem Club. Und Henry ihn eigentlich auch kennt als Kind, aber es halt ja nicht mehr weiß, weil der ja nichts mehr weiß davon. Keine Ahnung, es ist ja irgendwie alles so, es ist ja Stephen King. Und der Typ heißt Odin, was weiß denn ich? Also. Ja, auf jeden Fall ist das hier die Stelle, wo damals der Vater immer hingegangen ist. Und hier ist wohl, und ach so, das sagt er doch, glaube ich, auch noch, dass es so Orte gibt auf der Welt, wo man das besonders wahrnehmen stärker, kann. Stärker genau. Klingen, ja. Das hier ist so eben so ein besonderer Ort. So. Und dann will eigentlich Henry wieder abhauen, nachdem nämlich Odin das Glüheisen aus dem Feuer holt. Ja, konnte ich aber nachvollziehen, wirklich zu denken. Ah, okay, ich bin jetzt mit diesen zwei weirden Typen nachts mitten im Wald. Vielleicht habe ich noch. Ah, ich habe den Herd angelassen, ja. Ich muss weg. Er lässt sich aber dann doch irgendwie wieder ziemlich schnell überreden, da zu bleiben. Ja. Weil Odin ihm nämlich jetzt sein Wohnmobil zeigen will. Denn? Das ist immer gut, wenn dir ein fremder Mann sein Wohnmobil zeigen will. Genau, er nennt das nämlich nicht sein Wohnmobil, sondern das ist ein Filter. Mhm. Denn es da geht... Haben wir es doch. Genau, es geht nämlich darum, dass man... Und das, da sagt er doch auch wieder, sein Vater hätte das... im Prinzip schon erfunden, diesen Filter, aber er hätte es nie bauen können. Klammer auf, keine Ahnung, wieso, so schwer. Scheint es nicht. Er ist halt tot. Ja, okay. Ich dachte, er wäre nicht fähig gewesen, es zu bauen. Achso, ja, das kann auch so. Wurde nicht wirklich gesagt. Genau, also, weil so richtig schwierig ist es, glaube ich, nicht. Was es nämlich ist, der Filter ist im Prinzip ein schalltoter Raum, wie man ihn ja von, woher kennt man das? Also im Prinzip so eine Kammer, wo ganz viel Dämmung drin ist, in der es eben keinen Schall mehr gibt, weil es keine reflektierenden Flächen gibt. Das wird ja für Tests von, keine Ahnung, von Dingen benutzt oder so. Und sowas hat er in seinem Wohnmobil. Denn dann, wenn man keine störenden Nebengeräusche mehr hört, dann kann man das Schisma ganz deutlich hören. Mhm. Und in seiner reinsten Form. Und er will, dass Michael, Henry, wieso sage ich schon wieder Michael? Er will, dass Henry in diese Kabine geht. Und er sagt ja dann auch noch, warum er denn jetzt taub ist, weil er hat sich eben selbst taub gemacht, damit er ja besser hören kann. Genau. Vielleicht hat er sich ein Glüheisen in die Ohren gesteckt. Das stimmt. Und als Henry dann da nicht rein will, wird er eben rein gemacht. Und die Tür wenn ich da rein will, wird rein gemacht. Die Tür wird verriegelt. Und das ist nicht nur eine Tür, das ist so eine Tresortür mit so einem Drehrad vorne dran, wie so eine U-Boot-Tür. Genau.
Und da sieht man ja dann tatsächlich so ein paar Bilder, solche, so ein wirres Ecstasy, nee, so ein Drogentrip, irgendwie so Drogentrip-Bilder, die er visualisieren, was er jetzt hört. Und da sieht man so Weltraum, oder? Den Wald sieht man oft. Ja. Man sieht auch noch den Käfig, glaube ich. Moment, hier. Ich hab das mal gescreenshottet. Mhm. Also Universum kennt ihr ja schon. Das habe ich jetzt nicht. Aber hier dieser Käfig, den man da schon mal in der früheren Rückblende oder Vision von Henry gesehen hat. Oder nicht? Ach, du meinst den, der... Wo Henry glaubt, dass er gefangen gehalten wurde in dieser Zeit. Den er in diesem anderen Haus gefunden hat. Ja. Ja. Den er dann, okay. Genau. Ich dachte, du meinst den Käfig, in dem der Junge drin saß. Ach so, nee. Dieser Henry hatte doch diese Vision von sich irgendwie. Ja. Bei den Dujardins. Also zumindest glaubt er ja, dass das diese Hütte da gewesen sein könnte. Die Friseurhütte war. Genau, mit dem Napf und dem Löffel auf dem Boden. Ja, genau. Und dann gibt's noch ein ganz komisches Bild. Das ist dieses da. Das ist doch irgendwie eine Hand mit einem Ring am Zeigefinger, die sich mit einer Glasscheibe die Pulsadern aufschneidet. Ja. So sieht es für mich aus. Mhm. Und das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Bisher. Also das ist neu. Mhm. Ja. Jetzt müssen wir achten auf Leute, die so einen blauen Saphirring am Finger haben. Könnte das Molly sein? Möglich. Oder ihre Assistentin vielleicht. Wieso? Wie jetzt nur als Idee. Das ist auch eine Frau. Die hat aber noch gar keine so viele, Probleme. Die ist doch gar nicht so verrückt. Viele junge weibliche Charaktere gibt es in der Serie nicht. Okay. Also wir wissen ja noch nicht mal, ob es weiblich ist. Ja, aber ich glaube schon. Die Optik deutet schon darauf hin. Also lackierte Fingernägel hat sie nicht. Ja, nee, aber die Form aber der Finger irgendwie. Sehr gepflegte Finger. Und ja, das haben die Männer in der Serie eher nicht. Guck dir mal deine Finger an. Ist ein schief, der Fingernagel. Aha. Na gut. Also, ich weiß es tatsächlich nicht. Also mir ist das Bild auch, ich habe ja die Serie schon mal gesehen, mir ist das Bild jetzt auch erst aufgefallen. Also das sieht man da irgendwie. Das hört jetzt Henry. Richtig. Und das wird er dann auch gefragt, weil das endet ja dann quasi auch damit, dass er die Stimme seines Vaters hört. Do you hear it now? Genau. Dann haben wir doch hier schon eine Erklärung. Also, hier wird ja so viel erklärt in der Folge. Die Frage ist nur, ob das alles richtig ist, was die gesagt haben. Ja, das ist schon klar. Aber wir wissen jetzt, was sein Vater gemacht hat. Mhm. Und wir wissen, dass er das auch nicht alleine gemacht hat. Genau, und wir wissen, was Do You Hear It Now bedeutet. Diese Worte von The Kid. Ja. Und jetzt ist Henry erstmal eingesperrt für den Rest, bis wir weitergucken. Mhm. Bis wir weitergucken. Oh Mann, hoffentlich brauchen wir nicht so lange. Der Arme. Also letztes Mal war er ja 2 Wochen verschwunden. Oh nein. Und dann, das haben wir jetzt vorhin gar nicht gesagt. Also dann kommt ja noch am Schluss die Szene, wie hier der Sheriff wieder nach Hause kommt. Genau. Und da der Junge halt sitzt. The Kid, genau. Und man hört ja schon, als der Sheriff ins Auto steigt, macht er ja das Radio an und hört den Nachrichten. Ja, in dem Asylum sowieso, da sind Feuer ausgebrochen und mehrere Leute sind gestorben. Genau, und manche Leute sind abgehauen, gefährliche Personen. Okay. Ich dachte mir schon, dass er da nicht länger bleibt. Ja, und dann sitzt er da einfach auf der Treppe. Ja, wir haben ja sogar vorher schon gesehen, dass er, Ruth sieht ihn doch, wie er, Ruth steht im Wohnzimmer und sieht, wie die Tür aufgeht. The Kid kommt rein, zieht sich einfach die Schuhe aus. Ja wobei, da dachte ich mir, okay, sie hat auch vorher den Vater rumlaufen sehen. Ach so. Okay. Vielleicht sieht sie einfach Dinge. Aber da, aber es war schon klar, als man da im Radio hört, was da passiert ist, dass das jetzt, dass das kein, dass das nicht einfach nur zufällig kommt und nix mit der Serie zu tun hat. Genau. Und Pangburn ist ja erstmal ganz euphorisch, weil er das Auto gekriegt hat. Ja. Soll morgen geliefert werden. Für nichts. Also sie sind sich einig geworden. Mal sehen, ob der Tingeltangel-Bob nicht noch mit einer Struppe Schläger auftaucht.
Aber jetzt will er denn wissen, wofür sie das denn brauchen. Ja, ist richtig. Und da sagt The Kid, das ist ein Mahnmal oder Monument, sagt er. Ein Monument. Ja. Monument. Für Warden Lacey und alle, die daran beteiligt waren, dass er so lange im Käfig saß. Verdammt. Genau. Also jetzt. Eigentlich vollkommen unnötig. Also zumindest für Pangburn. Genau, für Pangburn ist es völlig unnötig, aber das sagt ja jetzt auch irgendwie aus, dass der hier eine Agenda hat. Der hat ja bis jetzt eigentlich überhaupt nicht agiert. Und ja. Das heißt doch jetzt, dass er irgendwie auf Rache zumindest mal aus ist. Mhm. Also, dass er auf jeden Fall nicht damit einverstanden war, dass er 27 Jahre in dem Käfig saß. Ja. Nachvollziehbar. Ja. Kann ich verstehen. Und dann sagt Pangburn erstmal noch hier, aber das soll dir doch helfen, was soll das jetzt? Und dann sieht er, dass seine gesamte Hand blutverschmiert ist. Mm. Da dachte ich jetzt erst, es hat was mit diesem Bild zu tun. Also es passt ja nicht so wirklich. Ja. Außer, das ist Ruths Finger und seine Hand. Ah. Ja, wir werden es nächste Folge erfahren. Genau, weil. Oder nicht, wer weiß. Oder auch nicht. Also, er hat jetzt auf jeden Fall den Arm sich komplett aufgeschnitten. Ja. Und dann geht rennt Pangburn ins Haus, findet Ruth aber nicht. Aber den Glastisch, der ist komplett zerstört, okay. Oder? Also, da ist ja Chaos in der Wohnung. Ja. Und das soll ja so ein bisschen andeuten, dass er Ruth umgebracht hat, vielleicht. Das ist zumindest jetzt der Cliffhanger, der bleibt. Ja, glaube ich nicht. Also ich kann mich natürlich täuschen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, es ist genau so ein Anführungszeichen Cliffhanger wie letzte Folge. Oh, ob er ihn jetzt erschießt? Ja, aber jetzt bin ich tatsächlich interessiert, ob Ruth vielleicht so einen blauen Ring hat. Mhm. Und das gar nicht ihr eigener Arm ist. Ja. Vielleicht ist er ja auch, ist der Junge ja auf den Tisch gefallen und Ruth hat ihm die Scherbe rausgezogen. Wäre ja möglich. Wäre möglich. Ja, es ist vieles möglich. Ja. Ja, also ich glaube, wir können zum Ende kommen, oder? Ja, damit war, endet ja diese Folge. Das war inhaltlich alles. Ich fand tatsächlich, das ist die erste Folge, in der Dinge wirklich mal erklärt werden, oder? Natürlich mit viel Fragezeichen, aber das ist eine ziemliche Erklärfolge, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Ja. Was wir natürlich immer noch nicht wissen, ist, was jetzt letztendlich in den 2 Wochen mit Henry passiert ist. Aber wir wissen zumindest, was es denn mit diesem Wald auf sich hatte und mit den Do You Hear It Now? Und wir wissen natürlich auch nicht, was es mit The Kid auf sich hat, nach wie vor. Aber es sind ja auch noch 4 Folgen, richtig? Korrekt. Ja. Das ist ja noch ordentlich Zeit. Habt ihr denn irgendeine Idee, was es mit The Kid zu tun haben könnte? Nein. Nee, tatsächlich keine Ahnung. Ich finde, die Serie gibt einem nicht sehr viel an die Hand, mit dem man sich selbst was zusammenspinnen kann. Niemals geschlossene Fragen stellen. Welche Ideen habt ihr denn? Nein. Das gehört nein. Ich habe tatsächlich, ich bin gut unterhalten von der Serie, aber mir geht es so, wie Ben gerade sagte, das ist jetzt nicht so, weiß nicht, wie Lost, so, du hast so diese Theorie und diese Theorie und man weiß jetzt noch nicht, ist das oder das oder das oder vielleicht nochmal was ganz anderes. Hier, also ich finde, man bekommt kaum irgendwie konkrete Dinge an die Hand, wo man sagen kann, ja. Ich kann natürlich sagen, ja gut, hat er seinen Vater jetzt selber umgebracht oder nicht, aber worauf soll ich dann jetzt meine Einschätzung irgendwie, also ich habe ja nichts. Da frage ich mal konkreter, glaubt ihr, dass es der Teufel ist? Ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine Frage ist, die gar nicht beantwortet wird. Okay. Also, dass es einfach bleibt bei so einem Er ist halt The Kid.
Mehr wissen wir nicht. Also mehr erfahren wir dazu ja, und nicht. Ja, und da passieren halt ab und zu Dinge, die kann man jetzt nicht so richtig, die sind komisch so, da fällt halt irgendwie ab und zu mal ein Vogel runter. aber dass es jetzt nicht eindeutig erklärt wird, ja, okay, er ist wirklich, weiß nicht, er ist Satans drittes Kind und deshalb fliegt halt nur ein Vogel vom Himmel und nicht alle. Sonst sind wir hier. Sondern dass es halt einfach so bleibt, dass es im Wesentlichen schon eine einigermaßen realistisch, ja, so ein bisschen, vielleicht, ich komme schon wieder auf Akte X, aber vielleicht ist es ja so ein bisschen wie bei so vielen Akte X-Folgen. Also, je nachdem, wie man, wenn man möchte, kann man sich das durch was Übernatürliches erklären und wenn nicht. Die Mulder-Brille oder durch die Scully-Brille. Oder durch die Scully-Brille, okay. Genau. Ja. Das ist, ja, ist doch wie bei Lost, Glaube oder Wissenschaft? Ja, okay. Also, Pangburn hat ihn ja letzte Folge schon gefragt, ob er der Teufel ist, und er hat gesagt, nö. Ja gut, dann ist die Diskussion ja... Wenn er aber der Teufel ist, würde er ja natürlich auch sagen, nö. Ha. Ah, schwierig. Nee, also dafür, dass wir jetzt irgendwie über die Hälfte der Staffel gesehen haben, fühle ich mich tatsächlich nicht mit genug Wissen gefüllt, um zu sagen können, okay, das ist diese Art von, also es geht so in diese Richtung. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir gucken dann mal weiter, was in der nächsten Folge kommt. Ah, ich sehe gerade, das ist The Queen. Also so als Beispiel fällt mir jetzt nur ein, dieser Nazi, der da im Gefängnis gestorben ist. Mhm. So, das kann ja sein. Genau, kann Zufall sein. Kann ja sein, der war einfach die ganze Zeit krank. Ja. Und im Gefängnis, da gehst du jetzt halt auch nicht alle 2 Wochen zur Vorsorge. Richtig. Kann aber auch sein, dass der Teufel hat sich gedacht, du kommst mir nicht dumm. Stimmt. Genauso kann es ja auch sein, dass jetzt ein Feuer ausgebrochen ist und dass er nur zufällig deswegen da jetzt wieder rausgekommen ist. Genau. Ja. The Queen, die ist tot. The Queen heißt die nächste Folge, wollte ich nur sagen. Und das war damals meine Lieblingsfolge der Serie. Bin ich gespannt, ob ich das jetzt auch noch so sehe. Ja gut, das sind ja vielversprechende Vorschusslorbeeren. Genau, jetzt können wir nur noch enttäuscht werden quasi. Ja, genau. Super. Aber ihr seid auch jetzt schon direkt eingenordet, dass ihr nicht demnächst direkt sagt, die Folge war ja total scheiße. Weil ich habe sie ja jetzt schon als meine Lieblingsfolge. Natürlich. Ja, aber vielleicht hast du dir damit jetzt keinen Gefallen getan. Oh. Okay. Dann sind wir gespannt, was wir in der nächsten Folge hören. Mhm. Soll ich noch irgendwie Werbung machen? Ja, ich mache nochmal Werbung für den Impulssender. Denn das hier ist ja nur so ein kleiner Nischensender, den kaum jemand hört. Den Impulssender hören viel mehr Leute. Da müssen wir jetzt Werbung machen für den Impuls. Oh ja, die bezahlen uns nämlich dafür. Vielleicht sollten wir das umgekehrt machen. Also helft mal beim nächsten Mal mit dran denken, wenn wir beim Impulssender reden. Werbung dann reden machen. Wir ja sogar einfach immer Werbung machen. Genau, dann reden wir ja von so ein bisschen Psycho-Horror. Thematisch, ja. Das ist ja ähnlich. Nicht genau. Ganz fremd, ja. Genau, da können wir mal hier für den Kurzwellensender Werbung machen. Ja, das ist eine gute Idee, aber wenn ihr das jetzt hier hört, könnt ihr trotzdem mal in den Impulssender hören. Ihr dürft eine Folge auch 2 oder 3 Mal runterladen. Korrekt, genau. Ja, auf jeden Fall. Weißt du nie, welche Version besser ist. Zuletzt über The Nice Guys gesprochen, eine Film-Neo-Noir-Komödie aus dem Jahre 2016. Ja. Mit Russell Crowe. Mhm. Und Ryan Gosling. Und Robert Downey Jr. Ja, Ryan. Ryan Gosling, stimmt doch. Ja, ja, ja. Das ist immer noch ein großes Verbrechen, dass daraus keine Filmreihe geworden ist. Ja, hört auf jeden Fall da mal rein. Und da ist auch schon was Neues geplant. Wahrscheinlich, nö, ist das nicht. Das ist auf keinen Fall schon da, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Das. Gut. Dann beenden wir die Sache hier. Das war ja kurz und knapp. Aber immer noch so lang wie die Folge. Ich wollte gerade sagen, eine Stunde passt doch. Yes. Dann sage ich auf Wiederhören. Gehabt euch wohl. Genau, bis zum nächsten Mal. I do and I can never.
never, never go home again. Oh. Oui, oui. Ah.